Hi, ich wollte euch heute mal die AceBeam AA zeigen. Und einmal vergleichen mit der Olight i3T EOS. Was kann ich zu den beiden sagen? Erstens, die sind fast gleich lang. Na, also wenn man die wirklich gerade hält, ist hier nur vielleicht 2 mm größer. Dann hat sie hier eine, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, die AceBeam ist im Umfang größer. Das ist klar. Dann passt hier eine 3x A Batterie rein und hat dann dadurch auch weniger Leistung. Einigen reicht diese Leistung auch aus, anderen wiederum nicht. Und das ist schade. Aber die leuchtet mit 1 Lumen und mit 180 Lumen. Und die AceBeam wird mit einer, Akkubatterie betrieben. Und diese Akkubatterie kann man selber laden, indem man hier das den Ladekabel einführt. Moment, ich hatte glaube ich irgendwo den Ladekabel. Ah, da ist der Ladekabel. Es ist ein USB-C. Kann man einfach hier oben reinstecken. Und dann kann man es ins Ladegerät schieben. Das finde ich mega cool. Dann geht es weiter mit der Lumenzahl. Die AceBeam hat bis zu 550 Lumen in dieser Version. In der grauen Version gibt es bis 1000 Lumen sogar. Und es gibt die in verschiedenen Materialien, muss ich so sagen. Ne? Und also ich finde, die AceBeam hat so, keine Ahnung, einen besseren Grip, hält sich irgendwie besser in der Hand. Und wenn man die anschaltet, sie hat ja im ersten Modi hat die 5 Lumen, dann 190 Lumen, da sind, glaube ich, 1 Lumen, glaube ich, sind das. Dann 190 Lumen und dann 550 Lumen für kurze Zeit. Dann regelt die auf 330 runter und kann dann eine Stunde durchleuchten. Und in 190 Lumen kann sie, glaube ich, 2 Stunden durchleuchten. Finde ich echt korrekt, wie die gemacht haben. Der Clip, der liegt da richtig stramm dran. Also manchmal ist es auch schwierig, die über den Hosenbund zu ziehen, weil die ist wirklich sehr, sehr stramm. Im Gegensatz zu Olight. Na? Aber muss ich sagen, die AceBeam ist irgendwie, hat anderen Grip. Also kann ich gar nicht beschreiben. Ich würde mal auf eurer Stelle, wenn ihr daran wirklich interessiert seid, kauft euch diese AceBeam. Denn man kann sie auch über eine Kappe ziehen. Die hat hier auch einen Clip, so wie bei der Olight. Auch hier hat sie einen Clip. Praktisch einen 2-in-1 Clip. Und man kann ihn sehr schwer abziehen. Also ich habe es noch nicht geschafft. Ich habe es versucht. Habe ich nicht geschafft. Und bei der Olight, ja, ne? Bei der Titan-Version. Zack, ist die runter. Und ja, sitzt auf jeden Fall extremer. Ja, und das finde ich echt cool an der Lampe, an der AceBeam. Die ist klein, hat sehr viel Leuchtkraft. Und leuchtet richtig schön weit.
Kann ich nicht anders sagen. Und kann ich wirklich nur vom Herzen empfehlen. Habe ich mir gekauft, wurde nicht gesponsert. Ne? Wollte ich noch dazu sagen. Und ja, auf jeden Fall ist da eine Kaufempfehlung bei, denn man hat auch noch die Schlaufe hierbei, damit man das um das Handgelenk binden kann. Und dann kann man hier auch noch zuziehen. Ne? Damit das einem nicht runterfällt, wenn man es benutzt. Ich finde wirklich, es ist eine sehr, sehr schöne Lampe. Oder ich sollte mir mal sich auch überlegen, da eine coole Lampe zu machen, so eine kleine mit drei verschiedenen Lumenzahlen. Na, aber so finde ich die sehr, 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 sehr toll, die Ace Beam. Und die Olight natürlich auch, die ist auch sehr, sehr schön. Die ist auch sehr, sehr leicht, um sie bei sich zu tragen. Aber die hat eine wirklich lasche Laufzeit. Da sollte man zum Beispiel auch einen Akku einsetzen. Dann wäre das schon um wirklich Längen besser. Und ja, ja finde ich. Das sind 180 und das sind 190 Lumen. Das ist eine warmweiße, das ist eine kaltweiße. Ne? Sieht man nicht wirklich viel, dass da was sich ändert, aber bei der Olight merkt man direkt nach ein paar Sekunden wird die warm. Und bei der Ace Beam nicht so. Ne? Und deswegen, beide Lampen sind wirklich cool, aber die Ace Beam, die wurde vorgestellt bei YouTube auch. Und die habe ich mir angeschaut. Und die hat mir sofort irgendwie gefallen. Was zwar ein bisschen komisch ist, dass das hier abschraubbar ist, aber man nicht abschrauben kann. Wenn mir da was jemand dazu schreiben kann, wäre super. Und sie hat hier erstens so einen Grip, dann hat sie hier noch so raue Seite und dann hat sie hier noch eine raue Seite. Ne? Und das liegt in der Hand wirklich gut. Und die verschwindet auch in der Hand komplett. Ne? So wie die Olight i3T auch. Verschwindet die andere Ace Beam auch, aber man hält sie irgendwie besser. Ja, das war's. Das war meine Vorstellung. Wenn es euch interessiert, wo ich die gekauft habe, kann ich euch gerne einen Link dazu geben. Da schreibt mich bitte dazu an, dass ihr Interesse an ihr habt. Dann schicke ich euch den Link. Ich verdiene nichts dran, na, das ist klar. Aber ich wollte euch mal diese Lampe einfach mal zeigen, weil die ist wirklich, wirklich mega cool. Also, ich bin begeistert von ihr. Ich bin schon öfters mit ihr jetzt draußen gewesen. Und sie ist wirklich, wirklich, wirklich der Hammer. Sie hat eine Reichweite unglaublich. Ja, und damit wünsche ich noch eine angenehme Zeit. Bis zum nächsten Video. Euer Blind EDC Micha.